Seit Jahrtausenden nutzen die Menschen Extrakte aus Blätter, Blüten oder Wurzeln, um Krankheiten zu heilen. Die Pflanzenmedizin eignet sich wegen ihrer guten Verträglichkeit bei zahlreichen Beschwerden. Häufig wird sie auch unterstützend eingesetzt, beispielsweise um Krankheitssymptome in den Griff zu bekommen oder Nebenwirkungen von anderen Therapien zu lindern. Auch viele homöopathische Arzneimittel beziehen ihre Wirkkraft gegen verschiedene Beschwerden aus besonderen pflanzlichen Inhaltsstoffen. Herzlich willkommen! Wenn im Magen und Darm alles in Ordnung ist, hat das natürlich auch positive Auswirkungen auf den gesamten Menschen. Drückt es im Magen, bereiten Füllegefühl oder andere Magen-Darm-Beschwerden Probleme, ist man vom Wohlgefühl meistens weit entfernt. Bei leichteren Magen-Darm-Störungen wünscht man sich natürlich eine schnelle und gut verträgliche Hilfe. In solchen Fällen haben sich vor allem zwei homöopathische Mittel besonders bewährt: Okubaka und Nux Vomica. Der in Westafrika verbreitete tropische Urwaldbaum Okubaka gehört zur Familie der Sandelholzgewächse. Seit alters her spielt er in der Volksmedizin eine sehr große Rolle. Okubaka ist ein bewährtes Heilmittel, um die Darmflora und die Darmtätigkeit zu regulieren. Es ist ein beliebtes Mittel bei Verdauungsproblemen und kann darüber hinaus auch nach einer Antibiotikaeinnahme die Darmflora sanft sanieren. Etwa 100 Millionen Nervenzellen sitzen im Magen und Darm und steuern die Energiegewinnung von Nährstoffen. Wer seiner Verdauung durch Stress und ungesunde Ernährung zu viel zumutet, bekommt leicht Beschwerden im Magen-Darm-Bereich. Nux Vomica wird aus Samen des immergrünen Brechnussbaumes gewonnen, der von Südostasien bis nach Australien beheimatet ist. Nux Vomica zählt zu den bekanntesten und beliebtesten homöopathischen Arzneien. Es ist auch bei Reisekrankheit mit Übelkeit oder Jetlag hilfreich und stabilisiert Magen-Darm-Haushalt und die Darmflora. Bekannt als Rus toxicodendron gehört der behaarte Giftzumach zu den ältesten und bekanntesten Arzneipflanzen in der Homöopathie. Rus toxicodendron wird aus den frischen Trieben des eichenblättrigen Giftzumachs gewonnen. Zu ihrer weitläufigen Verwandtschaft zählen der Cashew- und der Mangobaum. Er ist in Nordamerika beheimatet, kommt aber teilweise auch in Mexiko, Nordostasien und auf den Bahamas vor. Er beruhigt Muskel-, Gelenk- und Sehnenbeschwerden und entspannt überdehnte Gliedmaßen. Er ist im Prinzip der Alleskönner für Muskeln, Sehnen und Gelenke und hilft bei Schmerzen und Beschwerden am Bewegungsapparat. Ein jeder kennt sie. Die Anzeichen sind Abgeschlagenheit und Unwohlsein, Schnupfen, Halsschmerzen und Husten, Glieder- und Muskelschmerzen. Grippale Infekte, die in der Regel durch Viren hervorgerufen werden, schwächen unser Immunsystem. Zeit für das Aconitum, das zu den Hahnenfußgewächsen gehört und als Eisenhut bekannt ist. Beginn des Infektes wird aber auch Belladonna eingesetzt und wirkt sehr gut und ist sozusagen der richtige homöopathische Begleiter. Die schwarze Tollkirsche Belladonna ist ebenfalls eine bekannte Heilpflanze, die von Skandinavien bis hinunter zum Balkan wächst. Fast jeder kennt sie, Warzen. Sie können in jedem Alter auftreten und können auch unangenehm schmerzhaft sein. Warzen können an den Händen, den Fingern, im Nagelfalz und an den Füßen entstehen. Hier kann Thuja helfen. Der immergrüne Thuja, der auch als abendländischer Lebensbaum bezeichnet wird, ist ein Zypressengewächs. Sie ist ursprünglich in Nordamerika und im östlichen Asien beheimatet und findet sich aber fast weltweit auch als Kultur- und Zierpflanze. Thuja Globuli werden häufig mit der äußerlich anzuwendenden Tinktur gegen Warzen eingesetzt. Der Arzt behandelt, die Natur heilt. Dieser Spruch aus dem Umfeld von Hippokrates stellt die beiden Elemente der ganzheitlichen Therapie dar: das medizinische Wissen und die Heilkraft der Natur. Beide haben ihre Grenzen, können sich aber wunderbar ergänzen. Die richtige Dosierung von Heilpflanzenarzneien und homöopathischen Medikamenten ist oft sehr individuell. Für manche Patienten reichen kleinste homöopathische Dosen aus, die nur ein paar Mal eingenommen werden brauchen, um die Selbstheilungskräfte anzuregen. Andere wiederum brauchen höhere Dosen derselben Pflanzen und müssen sie mehrmals täglich über einen längeren Zeitraum einnehmen.
Dies hängt damit zusammen, dass jeder Mensch einzigartig ist und aufgrund seiner Wesensart und Konstitution unterschiedliche Beziehungen zu pflanzlichen Arzneimitteln und zu bestimmten Heilpflanzen im Besonderen hat. Natürlich sollten Sie sich nicht selbst behandeln, sondern die passende homöopathische Arznei und deren Dosierung gemeinsam mit einem naturheilkundlich versierten Arzt aussuchen. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder reinschauen und wünsche Ihnen eine gesunde Woche.